Herzlich willkommen, sage ich auch, und vielen Dank für die Einladung. Ich bin nochmal aufgefordert worden, mich auch selbst nochmal vorzustellen. Sie haben schon eine ganze Menge gesehen. Mein Name klingt niederländisch, ich bin Niederländer, aber in Niedersachsen aufgewachsen, in der Nähe von Hamburg, und habe dann genau das gemacht, was Sie dort sehen, nämlich Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert. Vielleicht noch ganz kurz die Zeit nach 2006, von 2006 bis 2014 war ich tatsächlich am Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung der Universität Hamburg tätig. Das ist das sogenannte Mutterschiff der Hochschuldidaktik, wie das auch so schön heißt. Also unter anderem ist das 1969 von Rolf Schulmeister gegründet worden. Und zu dem bin ich auch gegangen, eben mit diesem Anliegen, was ich damals hatte, nämlich eine Fremdsprachen-Lehr-Lernumgebung. Da bin ich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Studiendekan des Masters of Higher Education tätig gewesen. Und schließlich habe ich kurzzeitig die Vertretungsprofessur inne gehabt und das Institut geleitet, auch noch. Dann habe ich mich in den letzten 2 Jahren beschäftigt in einem QPL-Projekt zu Studierfähigkeit, was 2012 schon angefangen hat. Und daraus werde ich jetzt ein bisschen was berichten. Also ich bin sozusagen jetzt gerade zum 30.09. ausgeschieden aus dem Projekt und gewechselt an die Hochschule Emden-Leer, um dort die Hochschuldidaktik aufzubauen. Der Fahrplan für heute sieht so ein bisschen dieses vor, dass wir einmal schnell durchgehen und eigentlich so ein bisschen die Ergebnisse aus dem Projekt nochmal, oder dass ich die versuche darzustellen. Vielleicht stehe ich ganz ungünstig, aber das müssen wir mal gucken. Nochmal darzustellen, es gibt eine Publikation, die ist gerade im Druck, und da können Sie sozusagen nochmal genau nachlesen, was wir da im Einzelnen herausgefunden haben. Ich möchte anfangen mit einer kleinen, einfachen Frage, und die hat der Vizepräsident ja schon gestellt. Was würden Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen? Die Studierfähigkeit hat in den letzten Jahren abgenommen. Was meinen Sie? Ja? Sagen Sie ja? Sagen Sie nein? Ja. Ja? Okay. Oh. Also, ist Studierfähigkeit ein oder sogar das zentrale Problem für Studienabbruch? Das ist so ein Problemfeld. Was ist Studierfähigkeit eigentlich? Und da gibt es eine ganze Menge Verdächtige, nämlich die kognitiven Fähigkeiten, die Intelligenz. Also wenn man sowas hört wie die Studierenden sind ja dumm, dann geht das in diese Richtung. Oder ist es das fachbezogene Wissen und Können? Die müssen aber Rechtschreibung, ja, das sind die Kulturtechniken, also die müssen in dem Fach schon sehr kompetent sein. Sie müssen bestimmte Kulturtechniken haben, sie müssen lesen können, sie müssen schreiben können. Was müssen sie eigentlich lesen können? Was müssen sie schreiben können? Also müssen Sie mathematische Formeln lesen können, ist die Frage, und in welchem Grad müssen Sie sie können. Sie müssen Lernstrategien eventuell haben, Sie müssen aber auch bestimmte Haltungen haben und Interessen auch noch. Das ist eine ganze Menge. Oder ist Studierfähigkeit einfach die Qualifikation, also die Hochschulzugangsberechtigung? Könnte man ja auch sagen. Dann ist man ziemlich schnell fertig und sagt, ja, die sind alle studierfähig, alle, die die Hochschulzugangsberechtigung haben, sind studierfähig, fertig. Das sind so die Problemfelder. Und dann natürlich die Frage, wie kann man denn diese Studierfähigkeit eigentlich noch fördern, wenn man sie denn mal hat. Daraus leiten wir oder wurden damals 2012 einige Ziele abgeleitet. Also es geht darum, diesen Begriff Studierfähigkeit zu schärfen. Es geht auch um die Entwicklung eines theoretischen Modells, was sich dahinter verbirgt. Und es geht um die Entwicklung und Systematisierung von Maßnahmen. Das habe ich heute nicht wirklich mit. Dazu kann ich aber einiges sagen, wenn Sie gerne auch Fragen stellen. Und es geht dann auch um die Wirkungsforschung, also hilft das auch, was wir da tun. Und da ist gerade meine Kollegin Elke Bosse im Moment sehr dran, das zu tun. Und schließlich auch Impulse für die Verbesserung des Studienerfolgs und der Studienzufriedenheit. Wer sind wir? Also, da muss ich gucken. Wir sind einerseits das QPL-Projekt Universitätskolleg, das Teilprojekt 33, so heißt das, Hamburger Modell Studierfähigkeit, und da gab es 2 Phasen. In der ersten Phase wurde das von Elke Bosse, Caroline Trautwein und Konstantin Schultes bis 2014, und 2014 bin ich dazu gestoßen, und unter anderem auch Katrin Stolz. Wir haben das dann übernommen, weil Elke Bosse nämlich aus diesem Projekt heraus eine Nachwuchsgruppe hat im QPL-Begleitforschungs Element, was genauso heißt, wie Sie hier diesen Vortrag sozusagen angekündigt haben. QPL, Studierfähigkeit, institutionelle Förderung und studienrelevante Heterogenität. Das ist auch sehr gut dokumentiert. Da finden Sie ganz viele Hinweise auch auf der Webseite von Frau Bosse.
Wir waren Teil, also wir TP33 war Teil eines großen QPL-Projekts, nämlich das Hamburger Universitätskolleg, wer das kennt. Und da gab es verschiedene Säulen und Säulenheilige. Und wir waren eben in der Säule Evaluation und Begleitforschung verortet. Was ist passiert? Also zwischen 2012 und 2014 ist eine qualitative Interviewstudie durchgeführt worden und meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben insgesamt 50 Personen mit halbstandardisierten Fragebögen befragt und die dann sozusagen auch transkribiert worden und schließlich auch qualitativ ausgewertet worden. Und das waren 25 Studierende und eben 13 Lehrende und 12 aus dem Verwaltungspersonal, aus dem Dekanaten und Ähnlichem. Also wir hatten insgesamt als Basis 50 Interviews, die ungefähr eine Stunde dauerten. Kann man zwischenfragen? Klar. Erste Frage, kriegen wir den Vortrag? Ja. Und welche Fachbereiche oder was waren es für Studierende? Also Sie sehen hier links, GW steht für Geisteswissenschaft, MIN für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Erziehungswissenschaft, WISO, Rechtswissenschaft, Medizin. Also sozusagen bunt gemischt, möglichst breit gestreut. Ja? Also wir hatten alle dabei. Dann ist auch eine erste Arbeitsdefinition entstanden, sozusagen eher aus einer theoretischen Perspektive. Und die lautet, unter Studierfähigkeit werden sowohl die fachspezifischen als auch die fachübergreifenden Kompetenzen gefasst, die die Bewältigung von Studienanforderungen und die Realisierung individueller Studienziele im Sinne eines gelingenden Studiums ermöglichen. Ist da irgendwas neu dran? Gucken wir mal. Wenn ich nämlich eine schwierige Frage stelle, ist es die Aufgabe der Hochschule, den Studierenden, die über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, ein gelingendes Studium zu ermöglichen? Ist es oder ist es nicht? Ja? Das ist zu allgemein. Zu allgemein? Man könnte auch sagen, wenn die Studierenden nichts machen müssen, ist es ja auch blöd. Also wenn nur die Universität was oder die Hochschule etwas machen soll, dann kann man sagen, dann kann ja jeder kommen. Wir haben aber sozusagen, wir haben es ein bisschen mit so einer Schuldzuweisung zu tun. Wer ist denn eigentlich schuld? Man geht in so eine Richtung und sagt, naja, die von der Schule kommen, also von der Schule und überhaupt von der Schule, also die Schule bereitet die Studierenden ja gar nicht gut genug vor. Könnte auch in die andere Richtung sagen, dass die Schule sagt dann, was macht ihr denn da an der Hochschule? Wir haben hier die alle ganz wunderbar vorbereitet, ihr holt sie nur nicht da ab, wo wir sie sozusagen hinterlassen haben. Und dann gibt es, dann kommen schnell die Lehrenden das sind die Lehrenden eben, die das nicht können. Die können es aber auch weiterreichen, wie sollen wir das denn machen? Wir haben so viele Studierende, wir haben so viele Lehrveranstaltungen, das geht gar nicht. Und in dem Zeitfenster schon gar nicht. Das ist die Institution, die hier was machen muss. Und die Institution sagt, nein, 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 das sind nicht wir, sondern das sind sozusagen doch die Studierenden. Die sind einfach nicht intelligent genug. Ja, die sind vielleicht ein bisschen dumm oder wie auch immer. Also so könnte man das hin und her schieben. Dabei ist ganz interessant eigentlich die Frage, wie wird Studierfähigkeit eigentlich gemessen? Ja, also hier wäre zu klären, welche Instanz mit welchen validen Erhebungsinstrumenten darf eigentlich Studierfähigkeit zu- oder absprechen? Ja, das ist könnte man auch parallel dazu zur Lehrkompetenz. Wer dürfte das eigentlich? Wer darf die Lehrkompetenz einschätzen? Gut. Wenn man das mal zur Seite lässt, kommt man auf so ein Modell, so ein erstes sozusagen, einige Modelle. Nämlich, dass ein gelingendes Studium durchaus abhängig ist von der Studierfähigkeit von den Studierenden, aber auch von der Studierbarkeit jedes einzelnen Fachstudiums. Ja, und das beides sozusagen bedingt dieses gelingende Studium. Ein gelingendes Studium ist nicht unbedingt ein erfolgreiches Studium, in dem Sinne, dass jemand das auch geschafft hat, sondern ein gelingendes Studium kann auch etwas sein, dass man sagt, ja, ich breche das ab, weil ich eingesehen habe, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Aber dann war es bis dahin durchaus gelingend sozusagen. Es gibt gleich nochmal Kriterien. Was wir hier auch sehen können ist, wenn Sie der Meinung sind, dass die Studierfähigkeit absinkt, dann könnte man das auch so interpretieren, dann muss die Studierbarkeit steigen, damit man die gleiche Anzahl von Studierenden sozusagen zum Erfolg oder zu einem gelingenden Studium führt. Das heißt, sozusagen die Hochschule muss besser werden, damit man zum gleichen Ergebnis kommt. Also wenn man mehr Studierende hat, die sozusagen studieren und mit unterschiedlichen heterogenen Voraussetzungen kommen, dann geht das in diese Richtung.
Es ist aber auch abhängig von dem, was Studierende wollen. Also Studierende haben unterschiedliche Studienziele. Also mal haben sie sozusagen gute Noten im Kopf und die Erfüllung formaler Anforderungen im Verlauf. Das heißt, sie arbeiten bis zur nächsten Klausur und wollen die möglichst gut machen. Sie haben aber vielleicht auch im Ergebnis den Studienabschluss. Sie brauchen diesen Studienabschluss. Sie möchten eine schnelle Studiendauer. Sie möchten eine Arbeitsmarktqualifizierung. Das ist das Ziel. Darum machen sie es. Ja? Das ist für die einen vielleicht wichtig. Für die anderen ist eher so ein subjektives Interesse von Bedeutung. Ja? Also ein fachüberschreitendes Engagement, Study-Life-Balance und die institutionellen Bedingungen. Sie müssen selbstbestimmt studieren. Also es gibt unterschiedliche Typen von Studierenden, die unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen mit ihrem Studium. Und das ist auch wieder sozusagen ein Faktor ihrer Studierfähigkeit. In diesen Interviews sind mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse sind kritische Studienanforderungen identifiziert worden, nämlich ganz genau 32 Stück, die dann auch wiederum geclustert worden sind. Was die Studierenden sagen, womit sie in ihrem Studium Schwierigkeiten haben. Also ich nehme mal ein paar raus, dass sie so eine Idee bekommen. Also das Klassische ist inhaltlich, das fachliche Niveau und die Progression bewältigen ist ganz weit, also es nennt fast jeder, sagt so, das ist ganz, ganz schwer. Das geht aber sozusagen gleich einher mit dieser anderen Geschichte, mit der Personalen das Lernpensum dann eben auch zu bewältigen. Aber auch im sozialen Bereich gibt es so etwas, dass man sagt, Peer-Beziehungen aufbauen. Das ist manchmal schwierig und das hat mir selbst Probleme gemacht sozusagen. Persönliche finanzielle Probleme meistern, die Wohnsituation organisieren, wissenschaftliche Arbeitsweise aneignen, wissenschaftssprachliche Ausdrucksfähigkeit und so weiter. Das heißt also, jetzt könnte man sich überlegen, das sind die kritischen Anforderungen, dann lassen Sie uns doch gemeinsam Maßnahmen dafür entwickeln, um diese kritischen Anforderungen zu minimieren. Das könnte eine Idee sein. Ja? Vielleicht haben Sie ja auch schon ganz viel davon so in petto. Aus all diesem ist dieses theoretische Modell entstanden, das eigentlich unterscheidet zwischen, also schon angedeutet, zwischen der Studierfähigkeit des Individuums, also die Eingangsvoraussetzung, mit denen die Studierenden kommen und mit die Studienziele, die Gelingensbedingungen des Studierens. Das wäre sozusagen die Studierfähigkeit, so im Allgemeinen. Und auf der anderen Seite eben diese kritischen Anforderungen, die sich erst im Kontext ergeben. Also wenn ich viele, viele Prüfungen anbiete, die alle bestanden werden müssen, damit ich sozusagen weiterkomme, dann sind es viele hohe kritische Anforderungen, womit die Studierenden Schwierigkeiten haben, zum Beispiel. Hier gibt es aber noch zwei weitere Elemente. Das heißt, nicht alle kritischen Anforderungen tauchen zur selben Zeit auf, sondern es gibt einen spezifischen Verlauf. Den gucken wir uns nachher nochmal an. Und es ist auch so, dass es eine Kettenreaktion gibt. Das heißt also, wenn ich vielleicht die Schwierigkeit habe, mein Studium finanzieren zu müssen, das bedeutet, dass ich weniger Zeit habe, mich für andere Sachen einzusetzen, darum sozusagen die Progression nicht mehr richtig hinbekomme, also mitzuhalten, sodass es hier zu einer typischen Kettenreaktion kommt. Hier könnte man, das sind so diese identifizierten Komponenten von Studierfähigkeit. Die haben wir, glaube ich, alle eigentlich einigermaßen genannt. Da möchte ich eigentlich, also die kennen Sie, glaube ich, größtenteils auch, also beziehungsweise gehen davon aus, dass Sie zu diesem Konzept Studierfähigkeit gehören. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen, nämlich mit einem Zwischenfazit, dass also Spektrum der kritischen Anforderungen ist sehr breit und in der Realität, habe ich schon gesagt, treten diese kritischen Anforderungen gehäuft auf. Studierfähigkeit ist aber auch eine erlernbare Kompetenz, also man kann das durchaus auch verändern. Und die additive Förderung einzelner Kompetenzkomponenten muss nicht immer ausreichend sein, weil, das hatten wir auch nochmal gesehen sozusagen, dass diese kritischen Anforderungen sind nicht unbedingt das Problem. Die können sozusagen auch die Ursache sein. Oder sozusagen, man kann nochmal weiter gucken, ob das nicht eigentlich nur, es kann das Symptom sein, ob das nicht sozusagen nur das Symptom ist, aber nicht die Ursache. Und schließlich möchte man auch sagen, Bildung funktioniert
eigentlich nur durch irgendwelche Hürden, die wir aufbauen. Ja? Also, wenn man kein Problem hat, dann gibt es auch keinen Lernanlass. Man muss sozusagen eine spezifische Anforderung haben. Aber welche davon? Ja? Können Sie den Begriff der additiven Förderung noch mal ein bisschen aufführen? Naja, also wenn wir sagen, die Studierenden schreiben im Studium schlecht, dann, das heißt, wir machen jetzt ein Schreibzentrum auf, nebenbei, extracurricular, wo sie das lernen können. Ja? Das muss nicht unbedingt die Kompetenz fördern, die sie dann auch in ihrem Studium genau benötigen, weil es andere Textsorten sind, weil nur die Leute dahin gehen, die noch Zeit übrig haben. Also es gibt sozusagen ganz, ganz viele unterschiedliche Schwierigkeiten, die man mit so einer additiven Förderung, also nicht einer integrativen ins Curriculum eingefassten, thematisiert. Also eigentlich könnte man sagen, Schreibkompetenz ist sozusagen ein wesentliches Element, wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, des Studiums, also Schreib- und Lesekompetenz und auch sozusagen, weil nämlich Wissenschaft eigentlich oder auch alles, was an der Hochschule passiert, in Sprache funktioniert, also 80%, 90%. Die ganzen Ergebnisse werden publiziert. Ja, es gibt eine bestimmte Sprache, die sozusagen dafür verwendet wird. Wenn man jetzt also Studierfähigkeit als Kompetenz versteht, da gibt es diese klassische Kompetenzdefinition von Weinert, nach der Kompetenzen bezeichnen die bei einem Individuum verfügbaren und erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen, also das, was dann auch tatsächlich passiert, und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um Problemlösungen in variablen Bereichen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Also diese allgemeine Kompetenzdefinition bündelt unter einem spezifischen Fokus unterschiedliche Kompetenzdimensionen. Und diese Kompetenzdimensionen, und darauf will ich jetzt hinaus, die entwickeln sich unterschiedlich. Also Fähigkeiten und Fertigkeiten und die anderen Bereitschaften. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es ungefähr so ist. Das heißt, Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Modell vom Anfänger zum Experten, also von der Novizin, von den Anfängerinnen und den Novizinnen zu den Expertinnen und Experten. Ja, also man denkt sich sozusagen diese Kompetenz, dieser Kompetenzzuwachs ist eigentlich in verschiedenen Stufen, findet der statt und man wird immer besser. Also am Anfang kaum, könnte man sagen, jetzt auf Studierende bezogen, kaum studienbezogene Erfahrungen, wenig studienbezogenes Wissen, Handeln wird eigentlich durch Regeln ermöglicht. Also mach das mal so. Ja? Also ich möchte jetzt von euch das und das haben. Am Ende des Studiums erwartet man eigentlich so eine umfangreiche Wissensbasis, Erfahrung aus studiengangspezifischen Aufgaben, hohe Problemlöseerfolge und. Ja, also ganz geringe Fehlerquote, das ist so das Ziel. Kompetent, aber ich hatte Bio, musste ich wirklich nur Bulimie lernen, also mir hat das keinen Spaß gemacht. Also ich war im Bio nicht schlecht, so ja, kann man machen, aber für mich war so, ich wollte das keine 5 Jahre machen. Also ich hatte da nicht so den Gewinn raus und es hat mir dann auch keinen Spaß gemacht und dann bin ich auch nicht gerne hingegangen. Ein Beispiel. Wie motiviert sind Sie, abzuwaschen? Wenn niemand Sie lobt, wenn es woanders so aussieht, ja, also die Kettenreaktion, denken Sie wieder an die Studierenden, und Sie eigentlich noch was anderes vorhaben, ja, Sie wollen vielleicht noch Sport machen. Dann wäre nämlich die Frage ist dann, aber Sie können doch spülen, oder? Sie sind doch kompetent, spülen zu können, oder? Warum machen Sie das denn nicht? Ja? Das ist sozusagen, warum sollten Studierende das tun, was sie gerade tun? Das ist also ein ganz wesentliches Element, was sozusagen da eine Bedeutung hat. Wir haben einen ganz alten Text gefunden von Hackford und Nitsch, der uns auf diese Spur gebracht hat. Und der geht nämlich davon aus, dass Studierende, also spezifische, man kann es hier sagen, Motive haben, also Grundanliegen. Ich spüle gerne, das ist mein Lebenstraum, ich mache das unglaublich gerne. Ja? Also sowas, Haushalt ist eigentlich meins. So, das heißt also auch in einer spezifischen Situation würde ich sagen, ja, ich spüle. Macht mir Spaß, habe ich einen Flow-Effekt, kann ich wunderbar. Oder aber, was ich vorhin auch gesagt habe, ja, ich kriege dann ein Spüldiplom am Ende. Ja? Also das sind sozusagen diese drei Elemente, die mich stark motivieren. Das Zweite ist, was noch dazu kommt, ist,
Das ist sozusagen diese motivationale Komponente, die Handlungsvalenz, die Aufforderungsstruktur, und die andere ist eher die Handlungskompetenz. Kann ich das? Ja, das wäre so die erste Frage. Brauche ich das überhaupt? Also welche Kompetenzen brauche ich eigentlich? Und welche kann ich hier realisieren? Welche Kompetenzen? Von den vielen Kompetenzen, die ich habe, welche kann ich denn da realisieren? Und das macht dann diesen Handlungsspielraum aus, den ich habe. Das heißt also, es geht so ein bisschen auch darum, wie ich diese Situation einschätze für mich. Gucken wir uns das nochmal an. Also mein Selbststudium am Anfang, ja, wie gesagt, war kritisch, einfach der schiere Umfang. Wenn man wirklich alles gewissenhaft vor- und nachbereitet, dann fährt man das Ding gegen die Wand. Es funktioniert nicht. Es sei denn, man verlängert sein Studium halt um 6 weitere Semester, dann funktioniert es sicherlich auch. Aber ja, man muss da priorisieren. So, das ist mir jetzt, wie gesagt, sehr schwer gefallen. Das erlebe ich auch bei anderen Studenten, die jetzt auch jetzt so im ersten Semester sind, immer wieder, die sagen, boah, ich weiß nicht, wie soll ich denn da Prioritäten setzen? Ich kann doch nicht sagen, diese Veranstaltung ist unwichtig. Doch, kannst du, musst du. Ja, ist wichtig. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und wir haben halt ein Hamburger Strukturmodell der Studierenergie entwickelt. Das heißt also, die Frage ist, mit wie viel Energie gehen eigentlich die Studierenden an ihr Studium heran? Ja? Und es geht sozusagen wie schätzen sie selber ein, was es ihnen bringt in der Situation, wie ich das eben gerade gesagt habe, also auch bei dem Abwasch, welche Perspektiven ich habe, aber auch was ich kann. Also wie schätze ich meine Kompetenzen ein? Nicht, welche Kompetenzen habe ich wirklich, sondern habe ich die Kompetenz, dieses auszuführen, oder habe ich sie nicht? Das ist sehr entscheidend. Also manchmal gibt es sozusagen auch Personen, die kompetent sind, aber die sich das selber nicht zugestehen, dass sie es sind. Und dann trauen sie sich das nicht zu und das äußert sich in dieser Studienperformance. Und diese Studienperformance ist deshalb interessant, weil man Kompetenz leider nicht direkt messen kann, sondern eben nur in dieser Performance. Und diese Performance ist so ein bisschen verunreinigt, sozusagen durch diese, verunreinigt im besten Sinne des Wortes, durch diese Studierenergie, die da irgendwie noch mit reinschwingt. Also, Studierfähigkeit als kontinuierlicher Kompetenzentwicklungsprozess, ja, was die Daten sagen, wäre eher so. Ja? Also jedenfalls die Motivationslage. Man kann sagen, es gibt unterschiedliche Linien. Und das ist wiederum sehr vergleichbar mit dem, was Sie wahrscheinlich alle kennen, mit sowas wie einer Kulturschockkurve. Ja? Also, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie ins Ausland gehen, dann ist es erst alles rosa, es ist fantastisch und die sind ja ganz anders und so weiter. Und irgendwann kommt eben die Ernüchterung und Sie sagen, aber so geht das doch irgendwie nicht, damit komme ich doch gar nicht klar, es ist ja gar nicht so, wie ich das kenne, und das nennt man dann Kulturschock. Und das steigt wieder auf und man passt sich an und findet irgendwann beide Sachen ganz prima. Man kann sich auch ziemlich schwer dagegen wehren, auch wenn man weiß, dass es so ist. Also ich bin ja Niederländer, ich bin in die Niederlande gegangen und auch ich hatte einen Kulturschock in den Niederlanden. Also so gesehen. Wir haben das so ein bisschen versucht zu formalisieren und auch nochmal in die so nach Phasen zu sortieren, wie Studierende eigentlich in ihrem, wie sie das Studium durchleben. Und wir sind auf diese Phasen die wir jetzt mal so kurzfristig so genannt haben. Es gibt am Anfang so eine Blauäugigkeit, die habe ich so genannt, später so ein Unwetter, dann so ein Freischwimmen und schließlich so ein Anbordsein. Ja? Nimmt man sich das nochmal vor, dann geht es, ich habe das mal paraphrasiert, es ist sehr klein, darum werde ich es jetzt nochmal vorlesen. Also diese Phase der Blauäugigkeit kann man so paraphrasieren. Mir geht es gut, ich habe gerade mein Abitur bestanden, ich habe bewiesen, dass ich kompetent bin, die Welt steht mir offen, jetzt freue ich mich auf mein Studierendenleben, ich bin gespannt, was sie mir da noch beibringen wollen. Ja? Also sozusagen sehr, sozusagen, die bringen mir was bei, passiv und so weiter, ich komme da gleich nochmal zurück. Auf der nächsten Ebene geht es dann sozusagen in das Unwetter. Irgendwie läuft das hier anders, als ich dachte, habe aber doch noch nicht verstanden, wie. Nichts ist fix, mir wird klar und klar gemacht, dass ich zu wenig kann und weiß. Keine Ahnung, wie ich das ändern soll oder wie ich das ändern kann. Wie schaffen die anderen das eigentlich? Überall laufe ich hinterher, was soll ich denn jetzt zuerst machen? Ich habe echt Schiss. Und dann soll ich das alles alleine machen und auch noch den Alltag organisieren? Hilfe, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, also die sacken sozusagen in so eine Krise rein. Und dann schwimmen sie sich langsam frei. Ich sehe Land, fange an zu verstehen, was sie von mir wollen, was ich liefern muss. Gelingt nicht immer, aber immer besser. Puh, warum sagt einem das denn niemand? Jetzt komme ich so langsam in meinen Rhythmus, an dem ich aber noch feilen muss. Läuft noch ein bisschen holprig, aber das Rumdatteln habe ich jetzt so ziemlich im Griff.
gut, dass ich eine Gruppe habe. Und schließlich Alltagsaktivität ist gar nicht so schwer. Wenn man das einmal verstanden hat, warum habe ich nur so ein Aufhebens davon gemacht? Jetzt kann ich meine eigenen Interessen besser durchsetzen, mache mir das, was ich will, ich weiß, was ich tun muss, auch wenn ich mal nicht weiterkomme. Meine Angst ist weg. Also viele haben eben in dieser Phase, in diesem Unwetter auch von einer sehr, sehr, sehr großen Angst berichtet. Ich habe das hier nochmal deutlicher gemacht. Im Anbetracht der Zeit muss ich nochmal gucken, wie, aber vielleicht so ein paar Elemente. So am Anfang gibt es halt diese Anfangseuphorie, eine fröhliche Unbedarftheit, eine Orientierung. Sie suchen sozusagen nach Orientierung oder nach Fixpunkten, haben aber ein sehr starkes reaktives Verhalten. Also so eher so das, was man vielleicht aus der Schule kennt, also eine schulische Lernhaltung. So nach dem Motto, zeigt mir mal, was ich machen muss und dann kann ich das eventuell auch machen. Also das Selbststudium sozusagen haben sie noch nicht felsenfest im Griff oder wissen gar nicht, dass sie sozusagen aufgefordert werden, das auch selber zu machen. Haben einen positivistischen Wahrheitsbegriff. Es gibt wahr und falsch und nur das deklaratives Wissen von der Situation ist vorhanden, aber eben nur das. Und es gibt dann doch tatsächlich viel überraschend Neues, kein Situationswissen, erste Schwierigkeiten, das Erlebte einzuordnen, heterogene Vorstellungen in Bezug auf gelingendes Studieren. Also es gibt da alles. Und so ein Zitat aus den Interviews, das so ein bisschen zeigt. Ich würde es eigentlich am Anfang, ich habe viele Dinge noch mehr hingenommen, also ich habe sie nicht so hinterfragt. Ich habe mich immer an dem orientiert, was vorgegeben wurde. Also hier habt ihr den Plan studiert so. Dann habe ich diesen Plan genommen und habe alles so gemacht, wie es mir halt gesagt worden ist. Sehr orientiert an Schule, also sehr orientiert daran, was andere Leute mir sagen und hatte nicht so den Fokus darauf, was ich möchte, also wo stehe ich da eigentlich. Ich habe immer meine Freunde irgendwie damals in der Orientierungseinheit kennengelernt. Das ist auch wirklich mehr als eine Freundschaft, nicht nur eine Bekanntschaft. Und so geht das, so zieht sich das durch. Ich nehme nochmal den zweiten vielleicht und der Rest ist dann sozusagen, den kennen Sie ja schon. Hier geht es los, dass eine Zunahme an Bewusstheit und Reflexion durch Wahrnehmung und Erleben von Diskrepanzen eigentlich entsteht. Also es gibt fehlende Referenzpunkte. Sie wissen nicht, wo sie andocken sollen. Sie sind so ein bisschen orientierungslos. Die Komplexität der Anforderungen und Erwartungen, die an sie gestellt werden, überfordert sie extrem. Sie können auch nicht einschätzen, welche Kompetenzen sie tatsächlich brauchen, also was ausreicht beim Lernen zum Beispiel, wie viel habe ich jetzt genug gelernt oder nicht, weil es sozusagen häufig kein Abgleich dafür gibt. Sie wissen auch nicht, wie die Leistungsbereitschaft aussehen sollte und die eingeschätzten Möglichkeiten. Also da haben sie große Schwierigkeiten, so ein indifferentes Infragestellen. Sie können es irgendwie auch noch nicht fassen, was sie eigentlich nicht wissen. Also sie können sozusagen nicht genau sagen, Mist, kann mir mal jemand da und dabei helfen? Sie können es nicht konkret benennen. Insgesamt eine Zunahme von Stress ist wahrscheinlich und auch die Selbsteinschätzung. Also sie haben mangelnde Ressourcen, nicht genug Zeit für alles Mögliche, was es so gibt. Und dann kriegen sie auch noch obendrauf so erste Misserfolgserfahrungen und das macht dann sozusagen so einen kleinen Kreislauf. Und für die, die sozusagen große Schwierigkeiten haben, die drehen sich dann da rein. Während es natürlich auch Engelchen gibt, also nicht nur den Teufelskreis, sondern auch den Engelskreis. Ja, man fällt nach dieser Anfangsmotivation irgendwann, also bin ich ziemlich in so ein kleines Loch reingefallen. So diese erste Euphorie ging dann irgendwann weg und dann saß ich da und dachte so, boah, das ist ja doch ganz schön anstrengend. Und es ist ja gar nicht so einfach, wie man das so vorher ein bisschen blauäugig vielleicht sich vorgestellt hat. Das hat irgendwann gehapert und nicht mehr funktioniert, wo ich dann auch wirklich Lücken drin hatte und dachte, oh ja, da muss ich jetzt nacharbeiten. Baut sich natürlich alles auf und man muss hinterher rennen. Ja, und dann ging das ging erstmal richtig los mit diesem, okay, was sind meine Ansprüche denn an das Studium und wie komme ich jetzt damit überhaupt klar? Weil wenn es nicht funktioniert für jedes Seminar, diese 2 Stunden Vor- und Nachbereitung, also ich habe angefangen, die Freude zu verlieren im Studium selber. Und ja, habe mir gedacht, okay, was soll der Stress eigentlich? Wofür machst du das Ganze? Und da drehen sie sich aber auch wieder heraus. Und zwar, weil eigentlich sie irgendwann merken, dass sie das, also was ich da gezeigt habe, die Kompetenzen, die nehmen ja schon zu. Sie sind sozusagen noch in diesem Loch da unten drin, aber sie haben schon mehr Kompetenzen, als sie selber denken, dass sie haben. Und dann können sie auch durch so ein Freischwimmen kommen sie da auch wieder raus, wenn sie nicht schon abgesackt sind sozusagen. So,
Unsere Hypothese ist, dass es sozusagen verschiedene Verläufe entlang einer studiengangspezifischen Linie gibt. Das heißt also, jeder Studiengang hat eine spezifische Linie und Studierende sind mal weniger gut, mal besser auf diese sozusagen auf diese Anforderungen vorbereitet oder können auch damit umgehen. Es ist also etwas Dynamisches. Das heißt, bei dem einen, so diese rote Linie zum Beispiel, da ist dieses Tal der Tränen gar nicht so groß, sondern der ist, die ist, kommt da relativ gut durch. Während die andere da bei dem Rubikon, so haben wir es damals noch genannt, rausfällt. Also die bricht ab, die hat es nicht geschafft. Genau. Hier sieht man eben auch, dass diese Phasen des Studiums, das ist so, da gibt es sozusagen viele von diesen Critical Incidents, die ich anfangs, also diese kritischen Studienanforderungen, die es dann gibt, die tauchen halt da auf und nehmen massiv zu. Das muss man sich so vorstellen, wie verschiedene Bälle in der Luft halten. Und dann gehen wir davon aus, dass es eben diese unterschiedlichen Profillinien in unterschiedlichen Studiengängen gibt. Die sind mal flacher, mal weiter vorn, mal weiter hinten. Also ich habe mal so eine Aussage gehört von einem Dekanat, dass die gesagt haben, wir verlieren die Studierenden im dritten Semester. Dann konnte man sich überlegen, woran kann das liegen? Dann kann man wirklich gucken, was sozusagen ist dieses zentrale Element, wo man sie verliert. Das war jetzt in der Geisteswissenschaften und das war das erste Mal, dass sie Hausarbeiten schreiben mussten. Und jetzt liegt es nahe, das als Ursache zu benutzen. Aber das weiß man eben nicht, ob das die einzige Ursache ist. Insgesamt gibt es sozusagen relativ viele Entwicklungsansätze, die alle in so eine ähnliche Richtung gehen. Und wenn man das verallgemeinert, dann kommt man auf so einen idealtypischen Verlauf, nämlich dass man sagt, so eine Normalität 1, neue Situation des Studiums, eine Bewusstwerdung, was da passiert und dann sozusagen auch eine Einschätzung dieser, es muss ja nicht so sein, man kann ja auch sagen, ja, ist spannend. Als Herausforderung, man kann das positiv framen oder man kann es eben als Krise ansehen. Und wenn es eine Krise ist, kann man versuchen, das zu bewältigen und dann kann man es problem- oder emotionsorientiert bewältigen. Und schließlich kann man diese Bewältigungsversuche routinisieren und habitualisieren, um sie schließlich wie so eine Normalität wieder erscheinen zu lassen. Das ist dann eigentlich, hier sieht man so ein bisschen, wie die Sachen sich so im Kontext verhalten, also diese gelbe Linie soll die Progression darstellen, die ein spezifisches Ziel hat. Und da gibt es einmal sozusagen eine Performance-Linie. Das wäre eher das, wenn die Noten, also wie gut oder schlecht sind diese Studierenden entlang dieser Progressionslinie. Und dann gibt es eben diese subjektive Studierfähigkeit, die dann tatsächlich davon nochmal ein ganzes Stück abweicht, die man aber nicht unterschätzen darf. Wir haben das mal in einem Modell gebündelt. Und dann sieht man, dass es sozusagen eine allgemeine Studierfähigkeit im weiteren Sinne gibt, die genau wie dieses Anfangsmodell, was wir hatten, sagt, es gibt also diese kontextuellen Faktoren und da gibt es die Vereinbarkeit als Bedingungsfaktor mit dem Alltag. Und auch da sind eine ganze Menge Maßnahmen dafür schon getroffen worden, also Verbesserung der Vereinbarkeit durch Stipendien, Beratung und so weiter. Auch die Hochschule als Bedingungsfaktor, also die Maßnahmen zur Verbesserung der Studierfähigkeit. Und schließlich dann diese Studierfähigkeit im engeren Sinne, die das Individuum sozusagen betrifft, die nochmal zu unterscheiden, weil die, also das erste blaue Kästchen hier sozusagen, das wäre eigentlich die rekonstruierten Kompetenzen, die man benötigt. Aber die kann man sozusagen nicht direkt benennen, sondern man muss sie rekonstruieren aus der Performance. Und wir schlagen halt vor, dass man eben nicht nur die objektive Studierfähigkeit nimmt, also die Noten, sondern eben auch eine subjektive Studierfähigkeit, diese Studierenergie. Generell ist es so, dass wir sagen, sowohl die Hochschulen als auch die Studierenden selber, wir tun eigentlich alle unser Bestes. Wir versuchen sozusagen das Beste zu tun, was irgend möglich ist. Und in diese Richtung sollten wir, glaube ich, noch weiter gehen und sozusagen nicht gegenseitig Vorwürfe machen im Sinne von, ihr seid nicht studierfähig oder so, sondern zu gucken, was können wir gemeinsam verändern, woran sollten wir weiterarbeiten. Jetzt darf ich als Hochschuldidaktiker, darf ich normalerweise überhaupt keine ungefragte Beratung machen, aber ich bin, das mache ich natürlich trotzdem, weil das so
das Spaß bringt und das sozusagen nicht meine Heimathochschule ist, dann darf man das auch mal. Und wenn ich sozusagen entscheiden dürfte, dann würde ich gerade für den Studienanfang sagen, diese so ein paar sozusagen Credos aussprechen würden, dann wäre sowas, geben Sie den Studierenden echte Probleme. Also sozusagen, es gibt so diese Diskrepanz zwischen, Sie brauchen erst Grundlagenwissen, bevor Sie Probleme lösen können. Lassen Sie sie mit kleineren Problemen echte Probleme lösen. Unterstützen Sie sie bei der Lösung, lassen Sie sie zusammenarbeiten, fordern Sie sie heraus, also nicht das Gegenteil, so nach dem Motto, nicht schon behandeln, sondern herausfordern. Übertragen Sie ihnen auch die Verantwortung, auch für den Lernprozess. Wertschätzen Sie Ihre Lösungsversuche. Planen Sie auch die Selbststudienphase. Das ist ein Schatz, der gehoben werden muss. Also das ist sozusagen, da verschenkt man eigentlich bis zu 2/3 der Studienzeit, der CPs, wenn man das nicht tut. Und sorgen Sie für sanktionsfreien Raum zum Ausprobieren. Also dass man Fehler machen darf, dass man sozusagen da, dass Sie sich ausprobieren können. Ihre Fragen? Und hier, vielen Dank.